Freunde, wir sind wieder zurück bei Cars and Gas Humanity, dem wunderschönen, freundlichen... Was? Curry war einfach weg. Curry. Was? Hey, warum bin ich einfach den weg? Den wunderschönen, freundlichen... Den Curry! Hey, warte mal, warum bin ich einfach weg? Was soll die Scheiße? Ich weiß nicht, vielleicht Discord hat... Lass den Jungen jetzt mal gehen, komm. Was? Was? Bin ich doch da? Hallo? So. Ja, du bist doch da! Ja, ich bin Cars and Gas Humanity, okay, los geht's. Ah, stopp. Nee, Tobi, so. Ist jetzt gut. Reicht. Hey, was ist das so, denn? meine Vanille. Oh. Hör auf jetzt, Tobi. Oh, ich muss die Kamera doch mal ein bisschen anders. Ja, mach die Kamera. Ja, bitte, ne? Bitte nimm dir die Zeit einfach. Wir haben ja Zeit, klar. Kann man nicht einstellen, wie viele Kameras nehmen, wie viele so. Karten nebeneinander? Ich weiß es gar nicht. Ich würde gerne irgendwann mal eine Runde machen, wo wir wirklich alle nur Blank-Cards haben, oder? Oh mein Gott, ich hab vergessen, wie krass das ist. Oh, okay. Alle also. Nur Blank-Cards, Alter. Ja, nur Blank-Cards. Okay. Eine Runde mit nur Blank-Cards wäre voll geil. So, auf jeden Fall erstmal bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich aus einem holen. Oh, geil. Alles klar. Tobi ist schon fertig, hat schon 10 Karten gelegt. Sag ich doch. Ich muss sie wegdrücken noch. Das ist gerade auch weg. Nein, ich hab's weggemacht. Ich doofe Stadt gedrückt. Denkür Panet? Ah. Was heißt ein Panet? Okay. Was heißt ein Panet? Da. Curry, wo muss ich nochmal drücken, wenn ich fertig bin? Und zwack. Alles klar, okay. Ach, das ist automatisch, okay. Das ist automatisch, Tobi, ist doch kein Problem. Ey, ich hab doch schon ewig nicht mehr gespielt seit 5 Jahren. Ey, Tobi, okay. Ist doch kein Problem. Alles klar, ich dreh gar nicht um, ich vote einfach. Okay. Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich auf jeden Fall einen geilen Fotzenfurz aus einem, aus einer Vagina holen. Wow, was für eine Kombi. Aber es passt auf jeden Fall, es passt auf jeden Fall. Es passt, ja. Ja, ja. So, kann nur Tobi sein, ist der einzige Typ heute mit einer Vagina hier in der Runde. So. Oh, das ist aber verpannt jetzt. Verpannt ist das aber nicht. Ne? Die hat mehr Eier als du, Tobi. Boah, das ist Burn. Weißt du, sieht aus wie Ike aus South Park, wenn wir was erzählen, Alter. Hast du Kacke gemacht? Hast du... Wir spielen eigentlich wieder Who's Your Daddy, Alter. So, okay. Nein. Also, beim nächsten Zaubertrick hole ich auf jeden Fall einen. Lukas auf jeden Fall nicht aus einem. Was? Wo ist Deutsch? Wo ist Deutsch? Werde ich Lukas auf jeden Fall nicht aus einem All You Can Eat. Was? Hä? Da wollte doch jemand nur die Karte. Das passt doch voll gut. Hä? Was ist das? Was? Tobi, was hast du da getan? Lies doch nochmal richtig. Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich Lukas auf jeden Fall nicht aus einem All You Can Eat Schrimp für 5 Euro holen. Ja, okay, ist richtig, ist richtig. Wer ist Lukas? Ja, nee, ist schon originell. Ja, ist schon geil. Lukas Barrios, keine Ahnung. Podolski. Geil. So, bei meinem nächsten Zaubertrick hole ich Scheiße aus einem Chuck Norris. Alles klar. War vielleicht auch ein doofer Anfang heute mit der Frage. Ja, aber ich muss das hier nehmen, ich weiß genau, wer es war. Also ich fand's schlecht. Trotzdem kurz, meine Vagina fand ich nicht lustig. Hä, das passt aber super. Nein, finde ich nicht gut. Ja gut, dann entscheide du das nächste Mal. Ein, Curry, aber wenn du Pan so wählen willst, das ist nicht objektiv hier. So. Oh, ich bin der Zar. Geil. Oh, warte, ich mach noch ein bisschen größer hier. So. Wollt ihr das nehmen? Ja. Oder? Ist der beste Freund deiner Frau? Okay, ja. Okay, das nehmt ihr. Alles klar. Bin ich mal sehr gespannt jetzt. Okay. Alles klar. Der erische Fett, ich hab selbst geschrieben, sagt er. Ich hab keine Ahnung, Mann. Aha. Da geht zu vieles. Das hier würde auch echt gut gehen. Das hier geht natürlich auch. Panne ist auch schon fertig. Der Curryfilm. Denkur, Alter. Denkur. Der Denkur. Was ist mit dem Denkur? Bei mir steht den Curry. Ja, hier steht, bei mir steht hier bei Other Players, Select, steht nur Denkur. Ja, ich hab keine Ahnung, ich nehm die jetzt. Der gute Denkur. Alles klar. So, pass auf. Wir fangen an. Also. Meister Propper, der plötzlich hinter dir steht, ist der beste Freund deiner Frau. Was zum Teufel? Ja. Okay. Ja. Dann? Meister Propper, putze sauer. Katzen in rosa Tutu, also Tutus wahrscheinlich, ist der beste Freund deiner Frau. Okay, das ist irgendwie süß. Ja. Was haben wir noch? Drei Schwänze. Alter, weißt du, das ist wieder die Zerstörungskarte schlechthin, Alter. Das ist der beste Freund deiner Frau. Ich werde das nehmen. Alter. Und ich schwöre, dass es selbst geschrieben ist von Erik.
Es war nicht selbst geschrieben. Ich hatte diese Karte. Ich hatte diese. Ich hätte doch keinen Punkt gemacht. Ich hätte doch keinen Punkt gemacht. Alter. Achso. Das ist einfach die Imba-Karte, Mann. Das geht ja nicht. Ja, das war wirklich perfekt. So, Freunde, seit ich meinen Paten aus der Schweiz habe, kann ich jeden Tag essen. Tobi, komm, hau mal raus. Ich weiß, dass du was hast. Ich habe in deine Karten geguckt. Ich weiß es genau. Tobi. Warte mal. Das bis hier. Ja, Erik, ich rieche das bis hierhin. Das geht nicht anders. Eine kleine Duftwolke überm Klebehimmel hat sich aufgetan und kommt frisch aus der Schweiz. Boah, ich habe keine Ahnung. Das passt gar nichts. Schwierig. Passt, schwierig. Tobi, du musst es nur passend machen. Was isst man in der Schweiz alles? Das ist die Frage. Tanzzapfen. Käse. Ja, also man muss. Ich mach das. Klischee. Was essen denn die Schweizer so? Heute erfahren wir es endlich, was die Schweizer jeden Tag gerne essen. Achso, ihr seid schon fertig. Achso, ja, ja, bekommen. Freunde, seit ich meinen Paten aus der Schweiz habe, wisst ihr was, da gibt es nämlich vieles zu essen. Nämlich seit neuestem jeden Tag nächtliche Abgase. Die ist ganz lecker. Vor allem wie so ein Mitternachtssnack. Wie so ein Fisch am Anus, weißt du? Was ist mit dir da? Wie krank bist du bitte? Genau daran habe ich gerade auch gedacht. Wahnsinn. Was? Gott, schick den weg, ey. Schick den einfach weg. Was? Wer hat denn nächtliche Abgase zum Essen hier gewählt? Das möchte ich mal wissen. So. Ach, komm, hör doch auf, da liegt doch der Hund begraben. Diese eklige Fischsache, ey. Da liegt doch der Hund begraben. Aber außerdem können wir natürlich sonst noch was futtern, wie zum Beispiel eine Sammlung der Geschlechtsorgane. Sehr geil, wie man das beim Abendfernsehen einfach so wie so Chips einfach reinfummeln. Ja, hat. Ja, wie dieser, wie so Bacon vom Schwein, weißt du, dieser Puff-Bacon. Oh. Dieser, Besonders schön ist es dann auch, wenn noch auf der Tüte draufsteht, wer es war oder so. Oder gesalzene Geist. Vorhaut. Oder Augenlider oder sowas. Deine Augenlider sind Geschlechtsorgane, Curry. Du geiler Typ, Alter. Vorhaut. Ich schau mir tief in die Augen, Baby. Ja, die Vorhaut, ich hab nicht mehr. Ich hab nur noch Vorhaut. Die hängt da so runter, so leer, das Ende weißt du? Von einem Luftballon, weißt du? Und ich bin so ekelhaft. Kannst du mal aufpusten und einen Knoten reinmachen. Ach, schön. Natürlich gibt es aber noch was, nämlich alle guten Dinge sind drei, wie zum Beispiel alle Kekse vom Age-Spendenlauf vor dem Event fressen. Was? 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 Alles klar, das ist eine Tobi-Karte. Das verstehe ich nicht. Das ist eine Tobi-Karte. Oh Gott. Tobi, kannst du das mal erläutern, bitte? Ja, du musst halt einfach das so vorlesen, als wenn das Essen da oben halt statt das Fressen wäre. Dann passt's. Aber gibt's denn beim AIDS-Spendenlauf irgendwelche Kekse immer zu gewinnen? Mit Sicherheit. Mit Gegengift wahrscheinlich, aber. Alles klar, Tobi. Kriegt aber nur der Gewinner einen, so weißt du. Ja, Freddie Mercury hat sie auf jeden Fall nicht gewonnen, den Spendenlauf. Oh, Tobi, kein Kasse gewinnt. Alter, Tobi. Sag mal, findest du das eigentlich gut, was du hier abziehst? Ja, klar, natürlich. Ich muss aber trotzdem sagen, ich habe Heißhunger gerade auf die Geschlechtsorgane eigentlich. Ja, geil, dankeschön. Dankeschön. Finde ich cool. Super, ich freue mich. So. Lecker. So, also, Damen und Herren. Und der Oscar für geht an. Bitte legen Sie jetzt Ihre Karten. Es tut mir wirklich leid. Oh Gott. So, okay, es tut mir wirklich leid. So. Schön, Tobi hat wieder die Imba-Karte. Das passt einfach. Weiß ich noch nicht, kann sein. Wir fangen an. Ladies and Gentlemen. Der Oscar für Rassismus. Geht an Tobi. An Gandhi. Hä? Was? 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 Wer ist das für mich? Gandhi, das alte Nazischwein. Gandhi ist ein Nazischwein. Haben wir es immer gewusst. Unter seinem scheiß Deckmäntelchen des Friedens. Ekelhaft. So. Weitere Oscar in der Kategorie Das, was der Curry denkt. Geht an Teenager-Schwangerschaft. Der Oscar? Teenager-Schwangerschaft. Okay.
Oscar für Teenager-Schwangerschaften geht an. Alles klar, alles klar. Das war der Erik, hundertprozentig. Natürlich. Ey. Alter. Boah, warum schreit ja nicht Bibi? Das wird so schön passen jetzt gerade, ey. Oh. Ja, ich habe auch gedacht, Bibi kommt da jetzt. Ja, ich dachte auch, es kommt Bibi. Ich hatte kein Ankündigungsvideo. Oh Mann, ey. Aber ist ja auch eine Zuschauerin, passt. Okay, und der Oscar für hemmungsloses Nageln. Geil, geil. Geht an Bärbel? Hä? Bärbel. Nee, Bärbel. Bärbel. Welche Bärbel? So, Bärbel. Bärbel. Was für Bärbel? Oh, Scheiße. Ja, jetzt ist. Wer ist denn jetzt? Bärbel? Bärbel. Schäfer. Achso. Na dann. Zugriff. Ja, es tut mir leid, aber irgendwie hat der mich am meisten zum Lachen gebracht. Wer war das? Ach komm, ey. Der hat es tut mir leid. Ich hab's aber nicht selber geschrieben. Ich hab die Karte nicht selber geschrieben. Scheiße. Die hatte ich einfach. Ich hatte diese Karte einfach. Unsere Zuschauer. Kannst du mal aufhören und vernünftig wählen, bitte? Ja. Mann, was soll das? Ihr habt den auch alle gewählt. So, Schnauze jetzt. Schnauze, ich bin ja der Zar, der neue Mitbewohner im Big Brother Haus. Ja, will ich jetzt hören. So. Doch, warte mal jetzt. Boah. Oh, ich könnte da sowas Schönes schreiben, aber ich sag's nicht. Ich sag das nachher, wenn die Aufnahme zu Ende ist, sage ich das. Ich weiß ganz genau, hat du rein. Ich kann nicht lesen von hier aus. Ich habe fertig. Tobina pennt. Tobina, was ist los? Ich überlege noch, es ist einfach, dass die Frage ist so, wie, da kann man nichts Böses machen irgendwie. Oh doch. Ich wüsste auch sofort, was du machen würdest, aber das kann ich nicht machen. Nee. Nein, bitte nicht. Ja, komm. Keine Ahnung. Okay, alles klar. So. Neue Mitbewohner im Big Brother House, meine Damen und Herren, wir präsentieren in der neuen Staffel vom Big Brother House. Promi Big Brother ist mit dabei. Pummelo. Pummelo. Ah, aber Pokéball draufwerfen, Schnauze halten. So. Hallo, ich bin die Pan! Entschuldigung. Kommt manchmal durch. Panneluff. Ist in Ordnung. So. Panneluff. Außerdem, der neue Mitbewohner im Big Brother House. Wir präsentieren Ihnen eine mit Scheiße verschmierte Solariumsbank. Hä? Den Gedanken alleine. Also, du klappst das Ding hoch und es liegt einfach so ein Boller, weißt du. Ist das aus unserem Kartenset? Ich glaube, das ist aus unserem Kartenset. Ob das AA dann weiß wird? Alter Pan. Nee, nur im Sommer im Park, die Hunde AA. Alter. Aber ich glaube, die kacke verschmierte Bank wird nur knusprig. Die färbt dich aus. Ach so, ja. Kannst du abschaben dann, ey. Die Schokokrustis, ey. Cornflakes. Okay. Der neue Mitbewohner im Big Brother Haus. Diese Staffel ist auf jeden Fall Uli Hoeneß Weißwürste. Was? Die kommt von Curry, 100 Pro. Hat der Weißwürste rausgemacht? Ja, na klar. Schon ewig. Das hat läuft das wunderbar, ey. Schmecken die? Die schiebt er sich auch immer selbst in seinen hässlichen Arsch. Alles klar, Tobi. Scheiß Steuersünder. Okay. Ja, was soll ich jetzt wählen von den dreien? Was würdet ihr tun? Ich bin für die Solariumsbank. Ich bin für Pummeluff. Ja. Haben wir dir auf jeden Fall weitergeholfen? Pan, sag du auch mal was. Ich enthalte mich. Ja, super. Wir sind eine krasse Hilfe einfach. Für die Weißwürste. Komm, ich nehme aber Pummeluff. Was? Weil es die einzige Person ist. Was? Ich dachte, das wäre die Solariumsbank. Aber es ist die einzige Person, die im Big Brother Haus. Ja. Vor allem, der hätte automatisch gewonnen, weil die einfach alle einpennen, wenn die sehen. So. Wollt ihr das nehmen? Liebe zu spät alt oder ist euch das zu langweilig? Ach, das kann man machen, oder? Ich hätte schon direkt was. Hier, ja, okay. Zu spät alt. Ja. Und den Kur wählen noch? Ich weiß nicht, das hier, das kann man auch noch. Das geht auch. Ich glaube, ich. Das geht halt immer. Das, ja, geht immer. Okay, also, lieber zu spät voll zu als Kindesmissbrauch. Alter. Ja, Erik, alles klar. Hä? Okay. Warum ich? Glückwunsch zur Einschulung. Was? Schwangerschaften, nur wegen der Einschulung. Was ist denn da los bei euch? Ich möchte jetzt protestieren einfach. Ich möchte einfach mal vehement protestieren. Ich will übrigens kurz mal sagen, dass Leute, wenn ich heute Livestreamen, ne? Dass immer noch Leute schreiben, herzlichen Glückwunsch zur Einschulung. Das ist auch mit so Leuten in den Kommentaren, ey. Das ist sehr,
sehr krass, wenn man mal bedenkt, wie lange diese Folge schon weg ist von uns. Das hat sich halt einfach ins Gehirn gebrannt, Marc. Das war auch fürchterlich. Das muss so furchtbar gewesen sein. Wir sollten vielleicht in unseren Shops Grußkarten rausbringen. Herzlichen Glückwunsch zur Einschulung. Nein, bitte nicht. Oh Gott. Alter. Ja, aber lieber zu spät als Kindesmissbrauch. Finde ich aber legit. Ich meine, entscheidet ihr selber zu Hause. Was ist euch lieber? Trag ja nur. Okay, ich mach weiter. Bevor du wieder dich in irgendwas reinreitest. Bitte, Tobi, schnell. Schnell. Okay, lieber zu spät als Frauenwahl. Hä? Aber Tobi hat doch gar nicht gelegt. Tobi hat doch gar nicht gelegt, Alter. Was ist denn los? Ey, das war sowas von Pan allein direkt. Was? Hallo, ich bin doch eine Frau. Doch, ich warte mal. Ja, ich bin eine Frau. War das Straighter, ich hab's genau gesehen? Gehört. Nein, okay, Gott sei Dank. Ey, was hast du denn? Was aber aufgestanden, Hose. Ich hab's so getan, dass du dich meinen Rock hochziehen, aber doch ein bisschen zu hoch. Aber keine Sorge, man hatte nicht. Alles klar, okay. Alles klar. Ich guck diesmal Pans Folge. Warte mal. Bei Tobi. Bei Minute 16. So, zum Okay. Alter. Nicht dein Ernst. Ich mach weiter, jetzt komm. Lieber zu spät, bitte schnell. Brennende, heiße Liebeskugeln. Okay, okay. Kann man vorstellen, das mögen einige. Weiß man nicht genau. Macht man nur einmal, aber... Kann man nicht wissen. Ja. Dann braucht man einen richtigen Darmausgang. Aber ich nehme das Frauenwahlrecht. Alles klar, Tobi, ich verstehe. Du befürwortest also Kindesmissbrauch. Natürlich, Tobi, ich verstehe das schon. Am liebsten mit brennenden, heißen Liebeskugeln, weißt du? Oh. Dann klar. Wollt ihr die oder sollen wir weitermachen? Eine weitermachen. Ist meine Kindesmissbrauchkarte schon weg? So. Also mir ist Wurst. Wollt ihr die machen, wenn alle die machen wollen? Wurst. Die ist irgendwie langweilig. Okay, ich mach die weg. Okay. Also ich hab lustige Sachen, aber irgendwie... Ach nein, du musst das machen, Erik, ich kann das nicht. Ach so, okay, wo war das nochmal? Einfach auf das X oben da oben, X. Oder? Ah ja, hier. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Okay, nur zwei Sachen im Leben sind uns sicher. Der Tod und folgende Wörter, die drei Herrschaften gleich auswählen. Ich habe damit wie immer nichts zu tun. Wie immer. Deswegen gehen Sie bitte mit Ihren Fackeln und Mistgabeln auf Sie drauf. Danke. Müsste das eigentlich auf Twitch auch theoretisch verboten sein, das Spiel? Cards Against Humanity, weiß ich gar nicht. Aber da ist ja nichts zu sehen, oder? Also nichts Schlimmes. Ja, aber man darf ja auch, also fluchen darf man ja schon irgendwie, aber man darf ja zum Beispiel keine Hassrede und so. Hier ist keine Hassrede, hier flucht auch niemand. Hier sind aber nur Aussagen wie zwei Sachen sind uns sicher oder lieber zu spät als, ne, also. Ich meine, das hat ja nichts mit unserer persönlichen Meinung zu tun. Auch. Hoffentlich. Auch. So, Freunde, Damen und Herren. Achso, ja, sag ich wollte nur sagen, natürlich befürworten wir nichts von dem, was hier steht. Nein, das sowieso nicht. Ja. Tobi, werde ich. Bitte. Das hat er gar nicht gehört, der Tobi. Was? Doch, doch. Oder er stimmt einfach zu. Ja, kommentarlos. Stillschweigens, ja. Okay. Ja. Denn vor allem, zwei Sachen im Leben sind unsicher: der Tod und Super Marios minder bemittelter Bruder Luigi. Ja, vor allem der, ey. Arschloch. Ich will auch ein Spiel. Neben dem aber sonst noch sicher sind uns der Tod und sofort den Geruch von ranzigem Sperma riechen, wenn man die Wohnung seines Vaters besucht. Alles klar. Ich mach mal besser mein Fenster zu. Ich mach das nur mit. Bernie, sag mal! Die machen sowas nicht! Guck mal, Kevin, ich habe eine Wasserbombe gebaut! Aus Vorhaut! Oh Gott, oh, ist das furchtbar. Bah, Alter, das hat auch bestimmt wieder Tobi gewählt. Der geht auf sowas von. Nee, das war ich nicht. Selbst geschrieben. Klar. Neben den beiden Sachen sind natürlich neben dem Tod uns auch noch sicher Hitlers Gasrechnung. Alles klar. Schön.
Tobi. Die haben wir aber über die Jahre beglichen. Alles klar, Tobi. Über die Jahre wurde ja, glaube ich. Klar, ich habe beide Karten gelegt, weißt du, ich habe alle drei gelegt. Du bist einfach zu krass, Mann. Du bist einfach zu krass. Boah, das ist aber schwer. Ich fand das mit Luigi eigentlich schon lustig. Kam jetzt unerwartet. Egal, ob es passt oder nicht. Das passt doch. Der ist uns auf jeden Fall sicher. Ja. Ich nehme den jetzt, komm. Keiner sagt, ich bin Luigi. Ja, Alter, ja. Alter. Ja. Es ist auch noch von ihm, weißt du. Es ist auch noch von Warum ihm, hasst Alter. Ihr mich eigentlich? Warum hasst ihr mich? Nee, keiner hasst dich. Keiner hasst dich. Du bist aber scheiße. Ach so, deswegen. Was ist das denn? Oh, fürs ganze Volk, was? Oh, wollt ihr die Karte? Ja. Ja, oder? Okay. Ich weiß, wie es euch geht. Mir ist es auch egal. Das hier würde ich auch normalerweise immer nehmen. Also, fürs ganze Volk. Opium fürs ganze Volk. Boah, es gibt so vieles, was man da nehmen kann. Das hier finde ich eher so... Ich nehme mal das hier, komm. Das hier ist auch so. Ist auch ganz nett eigentlich. Das geht auch. Ich muss es tun. Wobei, warte mal. Warte mal. Ja, komm. Nee, nehmen wir das. Tobi. Hätte sie nicht. Meine Karten, nee, meine Karten sind heute echt nicht gut. Da kommt jetzt wieder die Todeskarte. Ich lösche die Hälfte immer am Anfang. Immer ja, das mache ich jetzt auch gerade, weil das ist irgendwie... So ist das nicht gut? Ja, ich... Keine Ahnung, ich einfach mal das. Also, wenn ich Kanzlerin wäre... Ja. Genau, das auch. Und wir wären alle doomed. Aber ich wüsste, wie ich das Volk unter Kontrolle kriege. Denn ich lese mal so vor. Ich würde das Volk unter Kontrolle kriegen mit ein netter Abend mit Kokain und einem Softcore-Würgemitleidsfick. Das ganz toll. Alles klappern. So, das würdest du also machen, wenn du Merkel wärst. Wenn ich... Und ich bin sicher, 100 pro Facebook wäre viel entspannter. wahrscheinlich. Aber es gibt dann noch eine Möglichkeit, nämlich Erdogan. Ich übergebe einfach. Das Volk unter Kontrolle. Dann haben wir alle unter Kontrolle. Noch fürs ganze Volk. Gay-Porn Alles klar. Würde auch alle unter Kontrolle bringen. Das kann auch Tobi dann sein. Auch dann ist die Welt Facebook viel ruhiger. Wieder friedlich. Auch dann ist Facebook viel ruhiger. Ja, die sich die ganze Zeit beschweren auf Facebook, sind doch eh insgeheim schwul, wollen sie es aber nicht zugestehen. Deswegen sind die auch so aggressiv, weil die so scheiße sind da. Ja, wahrscheinlich. Ne? Siehst du? Das ist es. Siehst du mal. So. Topfahren. Scheiße. Ich muss leider sagen, die Wahl fällt mir gar nicht schwer, aber. Das ist eigentlich schon ganz lustig. Was? Ja! Ernsthaft? Okay. Das ist doch mal lustig. Alter, ich hätte den Erdogan gesagt. Wieso ist Erdogan im HWSQ-Paket? Ist nicht unser Paket. Achso, okay. Ach so, okay. Ja. Okay. Erik, jetzt hätte auch Erdogan gut gepasst, oder? Ja. Also, was ist das Geilste auf der ganzen Welt, Freunde? Was ist das Allergeilste für euch? Oh Gott, Tobi, oh Gott. Oh Gott, nein. Tobi, oh Gott. Nein. Oh Gott, Tobi. Endlich mal. Oh oh. Hä, was ist das denn? Das ist nicht total. Alles klar, ist okay. Ich habe große Angst. So, Pan hat sich entschieden, was das Geilste für sie auf der großen Welt ist. Guck mal erstmal. Oh, ja. Tobi findet das Allergeilste auf der Welt ist übrigens eine Schnappschildkröte, die in die Spitze seines Penises beißt. Mir hat tatsächlich mal eine Schildkröte ein Stück aus meinem Bauch rausgebissen. Was? Tobi, was hast du gemacht? Ja, ich hatte die in der Hand gehabt, ich hatte die gehalten und dann ist sie mit ihrem Kopf rausgekommen und hat mir tatsächlich ein Stück Fleisch aus dem Bauch gebissen. Was? Oh, Alter, Tobi! Was? Ja. Ich dachte, Schildkröten kauen Salat immer so langsam. Nee, ich weiß nicht, was das für eine Schildkröte ist. War so eine Wasserschildkröte, keine Ahnung. Diese Schnappschildkröten sind so fies, Mann. Warst du als Kind im Jurassic Park oder was? Nee, da war ich bei einem Kollegen, die hatten so einen Teich gehabt. Die hatten Schildkröten. Alter. Der noch so, ja, halt die ruhig mal, die machen nichts. So, ja. Da trieben noch so drei tote Kinder im Becken. Die halbe Bauchdecke fehlt einfach so.
Wer kann das zeichnen? Hallo. Oh, Alter, nein, nein, Alter, bitte nicht, nein. Oh. So, okay, wir gucken mal, was für Curry das Allergeilste auf der Welt ist. Nämlich eine Kiste voller Nacktmulle, die auf LSD, Crystal Meth, Krützal, Meth und Kokain sind und in Flammen stehen. Das ist die Nacktmulle. Die haben Nacktmulle. Die machen einfach voll die Party, Alter. Nacktmulle. Die eskalieren komplett, richtiges Hangover, Alter. Chibi. Pimmel mit Zahn. Okay, Pans. Nee, was? Pan. Wir hatten Tobi, wir hatten Curry, jetzt kommt Pan, oder? Ja. Okay, Pans liebste Sache auf der ganzen Welt ist übrigens Vergewaltigung im Knast. Alles klar, Pan, alles klar. Okay, gut. Alles klar, da wissen wir Bescheid. Ja, das mache ich dann immer. Weiter. Ich weiß gar nicht, was ich da... Ja, ich muss leider das nehmen. Ja, nein. Oh, hab ich mir gedacht. Ja, hab ich mir gedacht. Ja, weil der Tobi gelacht hat, Mann. Da hab ich mir gedacht. Was war hier, ey? So, ich musste einfach spontan auf mein Bauchgefühl hören. Vergewaltigung im Knast fand ich schön. Ich fand einfach das Bild so mit den Nackenmullen, das war sehr extrem, aber sehr lustig, weil es halt so komisch war. Ja. Du findest also brennende Nacktmulle lustig, Curry. Ach, Tobi, komm, jetzt dreh das doch nicht wieder so, Mann. Arschloch. Okay, komm, machen wir lieber hier. Komm, wir mal aus. Alternative Medizin bedient sich jetzt der heilenden Kräfte von. So, jetzt passt es. Schwänzen. Alternative Medizin. Oder Panzern. Wie wär's mit Panzer? Panzer geht auch. Panzer sind für mich heilende Kräfte. Von Chemie. Damit kann man den ganzen Unrat aus der Welt schaffen. Okay, das ist. Sorry, weg. Komisch. Okay, Denku überlegt noch. Alles klar, jetzt geht's los. Denku. Okay, also, alternative Medizin bedient sich jetzt der heilenden Kräfte von. Logan. Alles klar. Ernsthaft, Alter. Alles klar. Ja, pfui. Oh, furchtbar. So. Okay, außerdem bedient sich die alternative Medizin heilender Kräfte von. Oh Gott, das lese ich gar nicht vor, Alter. Ich lese das nicht vor. Mach das Alter, nicht ernsthaft. Ich lese das nicht vor. Ich ignoriere das einfach, Erik. Jeder Folge. Wieso, Erik? Meinst du, ich mach da so drei hässliche Herzen hinter? Das war Curry, aber 1000 pro. Alter. Du brauchst jetzt auch gar nicht so laut werden, denn wer schreit, der hat Unrecht. Also, Erik. Alles klar, Curry ist es. Das ist wie TDT, Alter. Du bist Traitor. Ich weiß es genau. Erik, ich weiß es genau. Gar nicht hier versuchen. Gut, wir werden sehen, ob du ein Lügner bist, Curry. Immer einmal einfach. Wir werden jetzt alle sehen, ob du ein Curry. Random Killer. Ja, mal gucken, Alter. ob der Curry seine Community belügt. Nö, ist ja gar keine Lüge. Alternative Medizin bedient sich außerdem heilender Kräfte von Sex, bei dem das Tampon umdreht ist. Warum? Das verhütet doch, oder? Habe ich in der Bravo gelesen, damit kann man verhüten. Das ist nicht geil. Ja, komm. Toll, Tobi. Yeah. Es war der Curry. Die Liebe der Community war Curry. Du alter Schmierfink. Du Schmierfink, du Elner. Sagt er, Weiße, der. Hast du auch ein absolut reines Gewissen oder was? Jahrelang im Cards Against Humanity-Universum mit dieser Fahne vorangelaufen. Ich habe jetzt für die Community gewonnen. Hashtag Handherz, Hashtag Zuschauerliebe. Ich bin raus. Ha, für die Community. So, malen jetzt oder was? Nein, aber. Komm, ein Ründchen können wir noch. Also gleich nächste Folge, meine ich, oder? Ja, eben. Also ich hätte auch noch Bock. Ja, okay, machen wir. Ganz furchtbar. Das ist Eriks Einmarsch hier in dieser Lobby. Geil. Das ist einfach traurig. Das finde ich gut. Da freue ich mich. Weil ich fett bin, oder was? Genau. So, bis zur nächsten Folge. Tschö, danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Tobi auch, oder? Hey, ciao, Curry. Hey, Arschloch. Lügenbaron. Ich sehe dich genau da hinten.